Mist. Komm, was für ein Datum ist heute? Ew. Montag, Kochstrüe. 3. September. 90-Tage-Meldung. Ich hab das verpennt. Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Jungs und Mädchens, ich hab das wirklich verpennt. Es ist der 3. September hier eingetragen und heute ist der 11. Und wir müssen los. Nix heute, bis Planung, was wir hatten. Das ist über den Haufen geworfen. Schön kacken. Scheiße. Ich hab keine Zeit für Kacken. Los jetzt, ins Auto rein, los! Okay. 3. September. Scheiße. 11. September. Misslich. Jetzt haben wir ein dickes Problem. So, Jungs und Mädchens, warum ist das jetzt so schlimm? Ich fange mal ganz von vorne an. Thailand hat diese Regelung, dass wir als Ausländer uns alle 90 Tage melden müssen hier. Du hast 15 Tage vor dem Stichtag Zeit, dich zu melden. Oder 7 Tage später darfst du kommen. Jetzt bin ich ja 8 Tage drüber. Die Strafe beläuft sich auf 2000 Baht. Das ist also jetzt schon mal eine ganze Menge. 2000 Baht Strafe. Jetzt, ich habe es noch nie vergessen, muss ich sagen. Ich habe es noch nie in den ganzen 6 Jahren hier, wo wir jetzt hier sind, hier nicht einmal verpennt. Aber diesmal, ich war immer beim 23. September. Wie ich auf 23 komme, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir jetzt drüber. So, jetzt kann es natürlich sein, weil der 3. September ist ein Sonntag. Und 7 Tage hast du Zeit, das wäre also dann der 10. September, auch ein Sonntag. Immigration hat ja zu, Samstag, Sonntag. Ne? Dass man dann, ja, ich wollte ja kommen, aber ihr habt ja zu. Ne, so. Das probieren, keine Ahnung. So. Hängt natürlich jetzt auch wieder von dem Beamten ab, was er jetzt macht. Ob er jetzt da knallhart verfährt und sagt, komm her, scheißegal, hier 2000 Baht hier, der muss bezahlen. Ne, so. Oder er sagt, ja, komm hier, den Maipelei, ne, so. Du warst immer pünktlich da, ne? Das wissen wir jetzt nicht. Auf jeden Fall jetzt heute Montagmorgen gleich dahin. Es war heute wirklich jetzt nichts geplant, dass ich da heute hin musste, um Gottes Willen. Ach, ne? Ja, das ist hier, stimmt, ja, Uhrzeit stimmt. Gleich am Montagmorgen hin. Online kannst du es auch nicht machen. Ich habe es nie online jetzt gemacht dann da. Aber das dauert ja auch erstmal 3 Tage, wenn du erste Mal dich da jetzt anmeldest, dass du dein Passwort bekommst. Also geht das jetzt auch nicht. Was geht jetzt hier vor? Geht also jetzt auch nicht, wenn schnell gehen muss. Geht online nicht. Und was habe ich gelesen? 7 Tage sollst du es vorher machen. Vor deinem Stichtag sollst du es dann vorher machen. Weil das alles braucht Zeit. Ne? Das Ganze online da. Es ist also nicht zack online, ich bin jetzt hier. Und zack sofort kriegst du da jetzt Bestätigung. So wie ich das da jetzt gelesen habe, braucht das auch alles ein paar Tage Zeit. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen heute hin. Hey, das reimt sich sogar. Schön. Und jetzt wollen wir mal gucken, dass ich keine 2000 Baht hier abdrücken muss. Ne? Es ist also jetzt nicht so wie beim Overstay, dass du 500 Baht pro Tag Overstay dann zahlen musst. Das ist also hier bei dieser 90-Tage-Meldung nicht der Fall. Overstay heißt, wenn du jetzt, du hast deine 30 Tage mit Visa und dann bist du jetzt 1, 2, 3, 4 Tage drüber, dann zahlst du pro Tag
500 Watt. So, ne? Und das ist jetzt hier eben nicht, da zahlst du dann pauschal 2000 Watt. Na? Wieder was gelernt werden. So. Und das hatte ich nämlich auch schon mal gehabt am Flughafen. Da hatte ich dann einen Tag Overstay gehabt, einen Tag. Und dann durfte ich dann da auch 500 Watt nachbezahlen. Da kriegst du auch keinen Stempel rein von wegen hier mit schwarze Liste oder was. Ne? Das macht dann da nichts. Ne? Nur du musst dann halt den Tag dann bezahlen. Ne? Ja, naja gut. Ihr hört schon, es geht hier immer ums Geld, ne? Bezahlen, bezahlen, ja. Ja gut, fahren wir los. Was auch noch beim Visa für uns, also Extension of Stay zu beachten ist, ich habe ja gestern im Video gesehen von unserer Hochzeitsreise, ne, die wir ja dann machen werden, Malaysia und Singapur. Da musst du auch drauf achten, dass du dann vorher bei der Immigration dich meldest und dort ein Re-Entry-Stempel dir reindrücken lässt. Wenn du nämlich das Land ohne den Stempel verlässt, ist deine Extension of Stay hinfällig und du darfst alles nochmal von vorne machen. Dieser Re-Entry-Stempel kostet nichts, ne? Wir waren schon mal da, ne, bei der... Ja. Haben wir da was bezahlt? Nein, nicht bezahlt. Ich meine auch, ne? Wie mag ich das Airport? Ja, ja, ja. Ich hatte es einmal schon gehabt, und zwar mussten wir da kurzfristig nach Deutschland, als meine Mutter verstorben ist, und da haben wir das am Flughafen dann jetzt gemacht. Und ich meine, wir haben da nichts bezahlt dann da, ne? Jetzt wieder hier was sagt von wegen der Uwe, der fährt aber komisch hier. Also diese gelben Linien in Thailand sind nur unverbindliche Empfehlungen, gell? Habe ich so gelernt. Ich habe aber die Sprache nicht so richtig verstanden. Nein, das ist natürlich Quatsch, was der Uwe erzählt. Natürlich gelten hier auch die durchgezogenen Linien. Aber du fährst in Thailand eben anders. Überholst da, wo du überholen kannst, fertig aus, so, zack. Ne? Und im Übrigen sieht das hier auf der Kamera sowieso ganz anders aus, viel schneller, als ich eigentlich wirklich fahre. Ne? Also hier, wenn wir das Video abends, wir schauen uns das Video nochmal zur Kontrolle abends auf dem Fernseher auch nochmal an. Und dann denke ich das auch, das sieht eigentlich viel schneller aus, als wenn ich jetzt hier wirklich dann fahre. Dann. Na gut, das aber nur mal am Rande. Also, Re-Entry musst du holen, auf jeden Fall. Das müssen wir auch noch machen, bevor wir dann da die Reise antreten werden. Und wichtig auch, ne? Wichtig. Das sagt dir vorher nämlich auch keiner. Keine Zeit. Ich muss los. Ich muss in die Griechen. Ich habe noch nicht mal rasiert heute, du. Unrasiert und fern der Heimat. So weit ich komme hier. Ach, naja. Man wird mir verzeihen, oder? Dass ich mal unrasiert vor der Kamera trete hier. Schon da, da steht Schild jetzt mal Immigration. Ich habe das schon mal nachgefragt. Zu dich brauchst du gar nicht gehen. Nachher macht er von der Scheibe hier nur Sicher? Ja, weiß ich mit der Kamera. Ich habe das schon mal nachgefragt, also da drinnen dürfen wir nicht aufnehmen. Das hat er klar gesagt, nein, hier drin nicht.
weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Da hat man nie. Aber da sollte man sich daran halten, ne? Wenn du da fragst irgendwo, ne? Und die Leute wollen nicht, dass du mit der Kamera kommst, dann sollte man das akzeptieren, ne? Und gerade bei der mit den Griechen. Heute Montag, weiß ich nicht, wie so viele Leute irgendwie. Meinst du, haben noch mehr sowas vergessen? Schon da, Schat. Bin ich der Einzige nicht, der da? Weiß nicht. Ja, weiß ich nicht. Erste, aber. Hat ein Auto. Boah, und um die Zeit schlafen sie alle noch. Noch nicht geöffnet. Wie bitte? Noch nicht geöffnet. Entschuldigung, wann macht Immigration auf? Weiß ich nicht, Backen. Oder Feiertag, oder was ist das denn? Ist heute Feiertag? Weiß ich nicht. Heute Feiertag, nicht. Wieso tust du? Warum tust du? Boah, was ist los? Langsam. Was ist los? Was ist los? Die Tür lock, oder was ist das denn? Kaputt, oder weiß ich nicht? Tor kaputt? Ich lock nichts, sage. Wir sollen nicht schreiben. Was sind denn das wieder für Worte aus deinem lieblichen Munde hier? Wahnsinn. Mei, komm, wir müssen schreiben vorne. Ach, Kerl, noch mal. Jetzt fährst du hier falsche Seite rein hier. Ja. Misslich. Na, pack da. Ja. Ja, heute kein Feiertag, Jungs. Also, jetzt geht's schon mal gut los. Tor geschlossen hier. Ja. Bin ganz aufgeregt. Ist kein Spaß. Ich habe jetzt meinen Stempel wieder drin hier. Und bitte, ihr dürft mich da auch gerne dran erinnern. Ne? Also 9. Dezember diesmal. Kein Spaß. Er hat den Passport dann hier auf sein Leseprogramm draufgelegt dann da und tschupp, geht gleich mal die rote Lampe los hier. Cheer. Vorbei, du bist drüber. Keine Ausrede von wegen, ja, da war ja Sonntag oder was oder hier, du hast Kotzerei gehabt, scheißegal. Nein, das Programm sagt, du warst drüber und du musst 2000 Baht bezahlen. Ich habe jetzt für diesen Blödsinn jetzt hier 2000 Baht Strafe bezahlt. Mehr wird, als wenn ich hier über die rote Ampel fahre hier. Da kostet 500 Baht. 2000 Baht finde ich jetzt persönlich ein bisschen arg viel für so eine kleine Übertretung hier, ne? Weil das kann ja auch mal vorkommen. Es kann ja auch mal vorkommen. Es ist jetzt ja nicht irgendwie, dass man da, ne? Es kann passieren. Es kann passieren, so wie du auch mal irgendwie andere Termine da vergisst oder so. Aber nein, wirklich, das Programm sagt, 2000 Baht musst du zahlen. Und der kann da auch nicht irgendwie was anderes machen. Ja, hier geht MyPenLei oder was, dann da geht hier nicht. Internet, ne? Die Programmblock. Ja. Darf man nicht. Richtig, es wird dann da gleich hier die weiter, wie sagt man, Bearbeitung geht nicht. Erst 2000 Baht bezahlen, unterschreiben, Quittung kriegst du alles dann hier. Ne? Und spielt keine Rolle, ein Tag drüber. So weiter. Zwei Tage drüber, zwei Wochen drüber, egal, du musst 2000 Baht bezahlen. Selbst für einen Tag jetzt, ne? Wo hier bei mir jetzt ja ein Tag war, da, ne? Spielt keine Rolle, der Preis bleibt gleich. Wenn ein Mann krank also muss ein V holen, Stamp. Ach so, ja, genau. Das würde dann also auch gehen, wenn also in einem Notfall, ne? In einem Notfall, wenn du sagst hier, okay, der Mann ist jetzt krank oder was, ne? Der kann jetzt persönlich nicht kommen. Dann kann die Frau auch dann erscheinen und dann den Stempel abholen. Ne? Das sagt er, wieso bist du nicht gekommen? Ne? Weil ich habe gesagt, ich bin krank. Und dann hätte sie dann ein paar Sporen aufkommen können. Aber naja gut, das war ja bei uns jetzt nicht der Fall. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. 2000 Baht sind mal eben weg. Hätte ich mir auch anders was wegkaufen können, ehrlich. Du. Naja, also. Nur zur Information, ein teurer Spaß. Hätte nicht sein brauchen, gell? Naja gut. Nächste Mal, wir machen anders. Also wirklich wahr, ich mache es jetzt hier in mein Handy rein, hier von wegen mit Bing Ding Dong und wichtiger Termin, dass man das da nicht wieder mit vergisst. Und auch an der Safe-Tür, wo der Passport ja auch dann da drin liegt, da machst du ein Bepperle dran hier.
dass man das nicht wieder vergisst. Gell? Ja. Jungs und Mädchens, spielt auch keine Rolle. Ich habe ihm gesagt, hör mal, hier, 6 Jahre war ich immer pünktlich dann da, ne? Und ja, nee, sagt er, nützt nichts hier, guck da auf dem Programm drauf dann, ne? Das ist dem Internetprogramm scheißegal. Spielt keine Rolle, keinerlei Toleranz, muss bezahlen. Also Jungs und Mädchens, das war's für heute. Teurer Spaß heute bei der Immigration, Sakunakorn. Und tschüssle. Nee, immer dann denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Wenn du nicht abonniert hast, Abo-Button unten rechts. Oh, pardon, da ist rechts. Hier bei dem ist ja da unten rechts. Mhm. Abo-Button anklicken, Glocke aktivieren, seid immer auf dem Laufenden, was hier so in Thailand abläuft, wie zum Beispiel das hier. Und jeden Tag geht's was Neues. Das war's für heute und tschüssle, ciao. Bye, Uwe. Und bei Porn. Ja, ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอูเวอร์มอนค่ะขอบคุณค่ะชูสเลย์ห้ามบริเวณเลยแซบูดบิดรัวเกินเฟียติอุนชูสเลย์อุนชูสเลย์เจ้า